Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu BF Gaming Sonntag mit einem etwas anderen Video, und zwar kein Gaming-Video, sondern heute mit einem, ja, Star Wars-Video, und zwar zu dem Charakter General Pride. Falls euch das Video gefällt, lasst gerne eine positive Bewertung da, teilt das Video unbedingt und ansonsten fangen wir direkt an. Enric Pride, geboren 27 Jahre vor der Schlacht um Yavin auf Alsakan und gestorben 35 Jahre nach der Schlacht um Yavin während der Schlacht von Exegol. Doch wer war der düstere General? 11 Jahre vor der Schlacht um Yavin, als Pride 16 Jahre alt war, wurde er an der Imperialen Akademie von Alsakar aufgenommen und nur wenig später, nämlich 5 Jahre danach, erhielt er einen Posten auf dem Sternzerstörer Steadfast. Noch vor der Schlacht von Jakku lernte Pride die beiden Imperialen, Brandel und Meritel, Hux kennen und so auch den damals jungen General Hux. Sein Zerstörer, die Steadfast, wurde 5 Jahre nach der Schlacht um Yavin während der Schlacht von Jakku zerstört. Doch Pride überlebte und zog sich in die unbekannten Regionen. Dort hielt er sich versteckt und wartete auf das Einkehren von Ruhe und Ordnung in der Galaxis. Daraufhin hat Snoke ihn entdeckt. Dieser zögerte nicht und beförderte ihn zum Kommandeur der Reservestreitkräfte der Ersten Ordnung und daraufhin zum Allegiant General. 28 Jahre nach der Schlacht um Yavin erhielt er ebenfalls das Kommando über den Resurgent-Klasse-Sternzerstörer Steadfast, benannt nach seinem ehemaligen imperialen Sternzerstörer. Nachdem Snoke 34 Jahre nach der Schlacht um Yavin starb, fand der neue oberste Anführer Kylo Ren die Reservestreitkräfte und somit auch General Pride. Er gliederte diese Kräfte in die Hauptstreitmacht ein. In der Schlacht von Batuu wird letztendlich Kylo Rens Zerstörer, die Finalizer, stark beschädigt, weshalb er die Steadfast zu seinem Flaggschiff erklärte und den obersten Rat der Ersten Ordnung dorthin verlegte. Somit trat er mit Pride unmittelbar in Verbindung. Dort gerät Pride mit General Hux zusammen. Jedoch wurde Hux lediglich auf die Steadfast versetzt, sodass er Prides Befehlen unterlag. Nachdem Imperator Palpatine die Erste Ordnung dann aber unterwürdig gemacht hatte, wandte Pride sich wieder seinem früheren, wahren Herrscher zu, dem Imperator. Palpatine stellte ihm höchstpersönlich einen der neuen Xisten-Class-Sternzerstörern zur Verfügung, die Darifin, unter dem Kommando von Captain Zebrand, um Kijimi zu vernichten. Als dann die Flotte der Letzten Ordnung über Exegol starten sollte, erteilte Palpatine Pride aufgrund seiner langjährigen Erfahrung das Kommando der Flotte. Doch der Angriff des Widerstands vereitelt die Pläne des Generals. Die Flotte, die eigentlich von dem Sendemast aus gesteuert wurde, wurde von seinem Schiff gesteuert. Die Brücke jedoch wird von Jenna und Finn mittels eines Turbolasers zerstört und mit ihr geht der General mit seinem Schiff und der gesamten Letzten Ordnung und dem Imperator unter. Ja, falls euch dieses Video gefallen hat, dann wie gesagt, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wie findet ihr die, ja, Vorgeschichte und die Story von General Pride? Also mir persönlich ist Pride sehr sympathisch. Also wie gesagt, ich mag seinen Charakter sehr und er ist auch bei meinen Top 20 Star Wars Characters, ist er auf jeden Fall dabei, weit oben. Und ja, schreibt mir eure Meinung zu ihm gerne in die Kommentare. Und ja, falls euch das gefällt oder euch das Format gefällt, dann kann ich das gerne öfters machen. Schreibt mir dann ja, einfach Kommentare, wen oder was ich ja, die Vorgeschichte erzählen soll. Ansonsten möge die Macht mir das sein. Haut rein und ciao, Leute.